Die Zahngesundheit Ihrer Katze ist ein wichtiger Baustein im Wohlbefinden Ihres Tieres. Leider zeigen uns Katzen nicht immer an, wenn sie Schmerzen im Maulbereich haben oder sich Veränderungen an den Zähnen ergeben. Die typischen Anzeichen wie Speicheln, verändertes Fressverhalten oder Geruch aus dem Maul treten erst im späteren Verlauf ein. Darum ist es so wichtig, regelmäßig den Zustand des Gebisses Ihrer Katze zu überprüfen. Wir zeigen Ihnen, wie das am besten funktioniert. Nehmen Sie sich Zeit. Wählen Sie eine ruhige Umgebung und kuscheln ausgiebig mit Ihrem Tier. Sprechen Sie mit ihm. Um sich die Zähne Ihrer Katze anschauen zu können, müssen Sie den Hinterkopf Ihrer Katze mit einer Hand umfassen und dabei den Kopf mit Daumen und Zeigefinger an den Wangenknochen fixieren. Sprechen Sie weiter beruhigend mit dem Tier. Dann kippen Sie den Kopf der Katze leicht von sich weg und ziehen dabei gleichzeitig die Lippe mit dem Daumen nach hinten. Mit der freien Hand ziehen Sie die Unterlippe liebevoll nach unten, um so einen guten Blick auf die seitlichen Backenzahnreihen zu haben. Achten Sie auf die Schleimhautfarbe des Zahnfleisches, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Zähne, auf die Zahnsteinbildung und mögliche Wucherungen des Zahnfleisches. Besonders häufig kommt es bei der Katze zu Veränderungen an den Zahnhälsen, die sehr schmerzhaft sind und voranschreiten, bis die gesamte Krone betroffen ist. Die schmerzhafte Erkrankung heißt in der Fachsprache Forl bzw. resorptive Läsion und kann auch schon bei jungen Katzen auftreten. Jetzt wechseln Sie die Hand und schauen sich in der gleichen Technik die Backenzahnreihe der anderen Seite an. Auch hier umfasst eine Hand den Hinterkopf der Katze, der Kopf wird leicht von Ihnen weggeneigt und der Daumen zieht die Lippe nach hinten. Bei dieser Technik öffnet die Katze normalerweise leicht das Maul, sodass sowohl Unter- als auch Oberkieferbackenzähne gut zu betrachten sind. Die Katze sollte hierbei keinerlei Schmerzreaktion zeigen. Als nächstes sollte das Maul im Ganzen geöffnet werden. Hierfür umfassen Sie wieder den Hinterkopf Ihrer Katze, heben den Kopf leicht an und schieben den Zeigefinger der freien Hand von vorne zwischen die Ober- und Unterlippe. Die Katze öffnet ihr Maul und Sie können es im Ganzen betrachten. Loben Sie Ihren Liebling für die Kooperation. Versuchen Sie nie mit Kraft oder Zwang zu arbeiten. Wenn alle Schritte nicht auf einmal klappen, dann lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie regelmäßig in kleinen Schritten üben, wird es für die Katze ebenfalls zur Routine. Bitte führen Sie eine Untersuchung des Katzenmaules nur durch, wenn Ihre Katze und Sie entspannt sind und sich Ihre Katze nicht wehrt. Sollte eine solche Untersuchung nicht möglich sein, dann übernehmen wir das gerne für Sie.